Ja, mein Name ist Luzetta. Ich bin Geschäftsführer von HelpAge. Wir sind Mitglied beim VEN. Ich bedanke mich für diese Einladung, hier etwas zum nachhaltigen Konsum sagen zu dürfen, auch etwas zu unserer Position hinsichtlich des Eine-Welt-Gedankens. Der VEN sorgt für eine gute Vernetzung von Organisationen und deren Menschen, die sich um den globalen Süden kümmern. Wir finden das sehr wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir mehr mit Afrika, Asien und Lateinamerika zu tun haben, als wir denken. Die Pandemie hat nochmal gezeigt, wie wichtig globales Denken ist und auch nachhaltiges Verhalten. Wenn ich jetzt an die Agenda 2030 Punkt Nummer 12 denke, wo es um den Konsum geht, was ja hier auch heute Thema ist, kann ich einfach nur sagen, dass wir wirklich darauf achten müssen, die Ressourcen zu verringern. Wir müssen lernen, abzugeben. Wir müssen lernen, uns mit anderen Menschen auf der Welt mehr zu solidarisieren, auch solidarisch zu fühlen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft. Billig ist in meinen Augen schlecht, und weil irgendjemand den Preis bezahlt, den man glaubt, selber sparen zu können. Ja, neben der Verbindung oder der Solidarität und der globalen Gemeinschaft finde ich auch, dass die Generationen zusammengehören. Da ist es so, dass HelpAge ja für ältere Menschen und deren Familien einsteht, aber nicht nur das, sondern wir versuchen auch zwischen alt und jung eine Verbindung herzustellen, genauso wie wir versuchen, zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Tansania eine Brücke zu bauen. Wir sind auch sehr glücklich darüber, dass wir Gehör finden in der Staatskanzlei, und auch da hilft uns der VEN. Also von daher kann ich nur meine besten Grüße schicken und Ihnen viel Gesundheit und alles Gute wünschen. Dankeschön.